Kärnten, das südlichste Bundesland Österreichs, ist ein Land von großer Schönheit und Vielfalt. Von atemberaubenden Seen und Bergen bis hin zu den malerischen Dörfern. In diesem Video zeige ich euch meine Top 10 Orte, Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, die du bei einem Urlaub in Kärnten gesehen haben solltest. Denn im wunderschönen Kärnten gibt es viel zu sehen und zu erleben. Und vergesse nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Und teile unbedingt deine eigenen Erfahrungen und beliebtesten Plätze in Kärnten in den Kommentaren unten. In wunderschönen Grün- und Blautönen erstrahlt der Wörthersee im Süden Österreichs. Traumhaft schön eingebettet zwischen den Alpen im Norden und der Adria im Süden ist die Region Wörthersee schon immer ein Sehnsuchtsort in Kärnten gewesen. Durch seine Lage an der Grenze zu Italien und Slowenien herrscht in der Region um den Wörthersee im Sommer ein fast mediterranes Klima. Dann bietet der im Sommer bis zu 28 Grad warme Wörthersee ideale Bedingungen für Wassersportler, Bootfahrer und Badefreunde. Und ausreichend Platz ist hier garantiert. Der fast 17 Kilometer lange See hat eine Fläche von 19,39 Quadratkilometer und ist damit der größte See in Kärnten. Ob Wassersport, Badespaß in einem der zahlreichen Strandbäder, Entspannen auf einer Seeterrasse oder einen Spaziergang am Wörthersee entlang, hier gibt es für jeden Besucher etwas zu genießen und entdecken. Oder wie wäre es mit einer Bootstour auf Kärntens größtem und berühmtestem See? Bei einem Aufenthalt in der Region darf natürlich auch ein Besuch der malerischen Orte rund um den Wörthersee nicht fehlen. Neben Klagenfurt und Velden mit dem berühmten Schlosshotel bieten auch Maria Wörth mit der beliebtesten Hochzeitskirche in Österreich und Pörtschach mit seiner wunderschönen Seepromenade dem Urlauber und Ausflügler viel Abwechslung und Sehenswertes. In der westlichen Bucht des Wörthersee thront das vielleicht bekannteste Hotel mit einem wahrhaft majestätischen Ausblick auf den bekanntesten See Österreichs. Das Schlosshotel am Wörthersee zieht viele Besucher an, denn hier wurde ein Stück Filmgeschichte geschrieben. So ist das Schlosshotel in Velden immer noch ein beliebtes Fotomotiv für Urlauber und Ausflügler. Die Fans von Roy Black und Uschi Glas pilgern auch heute immer noch hierher. Ein sehr beliebtes Ausflugsziel am Wörthersee ist auch Maria Wörth. Die bei Besuchern sehr beliebte Halbinsel am Südufer des Wörthersee bietet wahrlich eine malerische Kulisse. Die bezaubernde Charakteristik erhält der Ort durch die beiden auf der Halbinsel mitten im See gelegenen beiden Kirchen. Nicht umsonst wird die Halbinsel am Südufer des Wörthersee auch das Herz am Wörthersee genannt. Mehr über die Ausflugsziele rund um den Wörthersee seht ihr in meinem Video dazu auf meinem Kanal oder auf meinem Kärnten-Blog. Der Link ist in der Videobeschreibung. Die Großglockner Hochalpenstraße ist eine atemberaubende Panoramastraße, die auf einer Länge von 48 Kilometern mitten durch die wunderschöne Natur des Nationalparks Hohe Tauern führt. Die Straße bietet auf dem Weg einzigartige Ausblicke auf die umliegende spektakuläre Landschaft in einer traumhaft schönen Bergwelt. Die Fahrt ist besonders spektakulär, da sie bis auf 2571 Metern Seehöhe in hochalpine Regionen führt. Auf dem Weg über die höchstgelegenste befestigte Passstraße in Österreich erleben Besucher fantastische Ausblicke und atemberaubende Naturschauspiele. Die Großglockner Hochalpenstraße führt an grünen Berghängen, felsigem Geröll, schneebedeckten 3000ern und bunten Blumenwiesen vorbei. Das Rauschen der Wasserfälle, die schrillen Pfiffe der Murmeltiere und das Plätschern der Bergbäche untermalen die abwechslungsreiche Fahrt über die höchstgelegene Panoramastraße in Österreich.
Mit 36 Kehren führt die Passstraße tief ins Herzen des größten Nationalparks in Österreich. Der Nationalpark Hohe Tauern liegt mit 1800 Quadratkilometern Fläche in den Bundesländern Kärnten, Tirol und Salzburg. Bei einer Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße ist der Aussichtspunkt an der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf 2369 Metern Seehöhe ohne Zweifel der Höhepunkt der Tour. Aber vorher genießen wir natürlich noch die Aussicht, die wir uns nachher noch ganz genau anschauen, auf den Großglockner und die wunderbare Bergkulisse hier auf dem Berg. Was die Leute fast noch mehr interessiert, ist hier unten hinter der Mauer, und zwar die Murmeltiere. Bei einem Besuch der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe kommt man nicht an den zahlreichen Murmeltieren vorbei, die sich hier der Aufmerksamkeit der Besucher gewiss sind. So weisen Schilder darauf hin, wo hinter der Mauer die Murmeltiere auf etwas Leckeres zu fressen warten. Denn natürlich sind die Touristen immer gerne bereit, etwas für einen kurzen Augenblick mit den Murmeltieren mitzubringen. Im Jahr 1856 stand hier der Habsburger Kaiser Franz Josef, um die atemberaubende Aussicht auf den schneebedeckten Großglockner und die Gletscherzunge Pasterze zu betrachten. Direkt bei der Aussichtswarte über dem Besucherzentrum und kurz vor der lebensgroßen Statue von Kaiser Franz Josef hat sich eine Murmeltierekolonie niedergelassen. Die Tiere sind teilweise so zutraulich, dass sie tatsächlich das Futter aus der Hand nehmen. Einige lassen sich dabei sogar streicheln. Natürlich nur, solange noch etwas zu futtern nachkommt. Ob die Vorfahren dieser Murmeltiere bereits Kaiser Franz Josef und seine Begleiter hier getroffen haben, bleibt ein ewiges Geheimnis. Heute sind die an Menschen gewöhnten Murmeltiere auf jeden Fall die heimlichen Stars bei der Kaiser Franz Josefs Höhe. Auf jeden Fall gehören sie zu den meist fotografierten Murmeltieren weltweit. Benannt wurde die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe nach dem Habsburger Regenten. Im Jahr 1856 besuchte Kaiser Franz Josef zusammen mit seiner Gemahlin Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, das Großglocknergebiet in Kärnten. Diese Gelegenheit nutzte der bergbegeisterte Kaiser, um von Heiligenblut aus mit mehr als 100 Begleitern eine mehrstündige Wanderung bis auf diesen Sattel oberhalb der Pasterze zu machen, der seither seinen Namen trägt. Von hier aus bewunderte Kaiser Franz Josef den 3798 Meter hohen Großglockner und den Pasterzengletscher. An diesem Punkt erinnert eine Statue zu seinen Ehren an den majestätischen Besuch. Meine Filmdokumentation zur Großglockner Hochalpenstraße findest du auf meinem YouTube-Kanal und Blog. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Den meiner Meinung nach schönsten Ausblick auf den Wörthersee haben Besucher auf dem höchsten Holzaussichtsturm der Welt. Der Pyramidenkogel thront weit oben auf dem gleichnamigen Berg über dem See und bietet von seinen Aussichtsplattformen fantastische Aussichten auf den Wörthersee und die Kärntner Seen- und Berglandschaft. Mit seinen beeindruckenden 100 Metern Höhe liegt der Aussichtsturm aus Holz wunderschön gelegen, um spektakuläre Ausblicke auf den Wörthersee zu ermöglichen. Die drei übereinanderliegenden Aussichtsplattformen und die voll verglaste Skybox sind eindrucksvoll. Die Aussicht hat uns lange in ihren Bann gezogen. Die traumhafte Aussicht auf die Blumeninsel und Maria Wörth, Klagenfurt, Velden, Pörtschach und Villach, um nur einige zu nennen, hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Wann bietet sich einem schon ein solch fantastischer Ausblick? Die faszinierende Seen- und Bergkulisse in alle vier Richtungen sollten Besucher am Wörthersee nicht verpassen. Und der Pyramidenkogel hat noch etwas anderes zu bieten. Eine 120 Meter lange Rutsche im Inneren des Turmes führt aus 52 Metern Höhe hinunter ins Erdgeschoss.
Eine Rutsche, die das Adrenalin so richtig in Wallung bringt. Übrigens handelt es sich hier um die höchste überdachte Gebäuderutsche in Europa. Ja, bitte. Der Pyramidenkogel gehört damit zu einem der Top-Ausflugsziele in der Region am Wörthersee. Die Fahrt zur Köln-Breinsperre führt durch das Tal der stürzenden Wasser und weiter über die 14,4 Kilometer lange Malta-Hochalmstraße. Auf dem Weg kommen Besucher an einem spektakulären Ausflugsziel im Maltatal vorbei. Der Fallbach-Wasserfall ist mit beeindruckenden 220 Metern Höhe der höchste Wasserfall in Kärnten. Die Malta-Hochalmstraße ist eine der schönsten Alpenstraßen in Kärnten. Die imposante Straße führt durch eine wunderschöne Landschaft hoch hinauf zu einem der imposantesten Bauwerke in Österreich. Oben angekommen stockt so manchem Besucher der Atem beim spektakulären Anblick der auf 1902 Meter hoch gelegenen Köln-Breinsperre. Ein fantastischer Anblick eines der größten Bauwerke in Europa. Die Köln-Breinsperre ist Österreichs höchste Staumauer und hält den enormen Köln-Breinspeichersee im Zaum. Oben angekommen am Parkplatz der Köln-Breinsperre, hier ganz oben auf der Malta-Hochalmstraße. Hier habt ihr ein wunderschönes Hotel, falls ihr mal hier absteigen wollt. Könnt ihr nachts die Stimmung hier genießen und natürlich am Morgen und am Abend, wenn keiner mehr da ist. Und hier drüben ist die gigantische Staumauer. Der Stausee, den sie hält, hat unglaubliche 200 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist der maximale Stand, den sie halten kann. Unglaubliche Wassermengen. Und hier drüben in der Mitte der Köln-Breinsperre ist der Airwalk berühmt-berüchtigt. Dort gehen wir drauf, die hat einen Glasboden an zwei Stellen und dann können wir 200 Meter in die Tiefe schauen. Übrigens lässt sich an der Köln-Breinsperre auch ziemlich gut wandern. Die leichteste Möglichkeit ist wahrscheinlich, wenn ihr hier um den Köln-Breinspeichersee herumlauft, direkt am Wasser entlang, da drüben verläuft der Weg. Und dann kommt ihr am Ende des Speichersees zu einer bewirtschafteten Hütte und könnt was essen und trinken. Ihr könnt aber auch gleich hier im Berghotel direkt am Parkplatz etwas essen. Hier oben ist ein Restaurant drin. Da habt ihr eine wunderschöne Aussicht auf den Köln-Breinspeichersee und auf die Talsperre. Wenn ihr nicht weit laufen wollt, dann könnt ihr dort einkehren. Aber ist das nicht eine fantastische Aussicht hier von der Talsperre? Die schöne Bergkulisse außenrum, hier im Nationalpark Hohe Tauern. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir sind jetzt am Nachmittag hier, oder besser gesagt schon am Abend. Wie ihr sehen könnt, die Sonne verschwindet langsam hinter den Bergen. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, ihr habt die Köln-Breinsperre im Prinzip für euch alleine. Unglaubliche 200 Millionen Kubikmeter Wasser kann diese Sperre halten in diesem Stausee. Die Alpenstraße wurde einst als Baustraße für die Köln-Breinsperre gebaut. Später wurde sie ausgebaut und als touristische Attraktion für Besucher freigegeben. Und da will ich jetzt hin. Da ist ein Glasboden. Und dann könnt ihr hier 200 Meter in die Tiefe schauen. Der in der Mitte der Staumauer angebrachte Airwalk ist eine spektakuläre Aussichtsplattform in 200 Metern Höhe. Ein Teil der Aussichtsplattform ist im Boden verglast und so steht man gefühlt in der Luft 200 Meter über dem Boden. Wer möchte, kann hier auch eine der Sitzmöglichkeiten nutzen und die unglaubliche Aussicht auf sich wirken lassen. Wir sind am Airwalk der Köln-Breinsperre angekommen und da gehen wir jetzt runter und schauen uns das Ganze mal an. Die Aussicht ist auf jeden Fall spektakulär. Hier sind die Glasböden, die haben sie leider etwas entschärft. Milchglas. Und man sieht auch nicht wirklich durch. Aber vielleicht seht ihr was. Und dann geht es 200 Meter nach unten. Thank you.
Die Malta-Hochalmstraße ist eine wunderschöne Alpenstraße mit zahlreichen Naturjuwelen und Highlights auf dem Weg. Es gibt viele Möglichkeiten, kurz anzuhalten und die Natur zu bestaunen. Unter den Ausflugszielen in Kärnten ist die Malta-Hochalmstraße unter meinen Top 10. Allein die gewaltige Köln-Breinsperre mit dem riesigen Speichersee ist schon einen Ausflug wert. Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich bin Alex von Alex Travels und heute bin ich auf der Turacher Höhe hier im wunderschönen Kärnten in Österreich zu Gast und wir fahren hoch auf den Berg hier bei der Turacher Höhe. Hinter mir seht ihr die Panoramabahn, mit der fahren wir hoch. Dann werden wir in Richtung Konnock laufen und weiter zum Rinsenock. Eine wunderschöne Panoramatour hier und ich würde sagen, ohne weiteres Reden, gehen wir mal los liebe Freunde. Hallo. Zweimal mit der Kärntner Karte, bitte. Ganz entspannt. Hier auf der Panorama-Bergbahn Turacher Höhe gibt es eine Besonderheit, die ich so noch nie gesehen habe. Und zwar könnt ihr euch aussuchen, ob ihr lieber in einer solchen Kabinenbahn fahrt oder wie wir in einer solchen Sesselbahn, je nachdem wie ihr Lust habt. Das ist eine 6er Sesselbahn, sehr bequem muss ich euch sagen. Und hier links werden die Nocki-Flitzer hochgezogen, habe ich auch noch nie gesehen. Also das sieht richtig nach viel Spaß aus und wir werden das natürlich später auch noch fahren. Und hier unten fährt dieser Nocki-Flitzer vorbei. Wir sind jetzt oben auf 1968 Meter Höhe. Wir gehen jetzt einen Teil vom Barbaraweg in Richtung vom Konnock. 45 Minuten, oben ist der Bergrad. Mal sehen, wie es da oben aussieht. Der Weg fängt gleich bei der Panorama-Bergbahn an, hier auf der Turacher Höhe und geht dann hier entlang. Da unten sind wir losgelaufen mit der Bergbahn hoch. Da ist sie und jetzt sind wir hier diesen Weg hochgelaufen auf den Berggrat und wir laufen jetzt weiter hoch zum Konnock. Und hier bietet sich ein wunderschöner Panoramablick auf Kärnten und die Steiermark. Die beste Zeit, um einen Ausflug zur Turacher Höhe zu machen, ist für Naturliebhaber von Juni bis Oktober. Denn in dieser Zeit präsentiert sich das Almseeplateau auf 1763 Metern Seehöhe und die Gipfel des Konnock und dem Rinsenock als echte Naturidylle. Inmitten Österreichs größter zusammenhängender Zirbelwälder sind drei wunderschöne Bergseen zu finden. Mit dem Turacher See, dem Schwarzsee und dem Grünsee gibt es hier drei Naturjuwele, umringt von beeindruckenden Gipfeln und lichten Zirbenwäldern. Hier wunderschön die Heidelbeersträucher Anfang September und tatsächlich, hier gibt es ein paar kleine Heidelbeeren. Das sind ganz viele. Oh, die schmecken echt nicht schlecht. Nicht alles kaputt trampeln natürlich, ich bin hier am Weg. Okay. Schmeckt wirklich sehr gut. Wir sind hier Anfang September. Wir sind mit der Panorama-Bergbahn Turacher Höhe hochgefahren, wie ihr gesehen habt. Wenn ihr rüberfahrt 100 bis 200 Meter in die Steiermark, dann könnt ihr hier hochfahren mit der Konnock-Bahn. Dann seid ihr deutlich näher am Konnock-Gipfel. Und wir sind natürlich jetzt auch schon 250 Höhenmeter gelaufen circa, bis wir hier oben sind. Also das hier deutlich komfortabler, aber eben auch nicht der schöne Weg. Und wenn ihr wie wir eine Kärntner-Karte habt, dann ist die Bergbahn, eben diese Panoramabahn, die hier losfährt, ist eben umsonst drin. Die ist in der Kärntner-Karte drin. Die Konnockbahn eben nicht, weil die liegt ja schon in der Steiermark. Ich bin jetzt auf den Konnock hochgewandert. Immerhin 2193 Meter Seehöhe. Wunderschöne Panoramasicht. Und ein noch viel schönerer Weg, der geht jetzt hier entlang. Auf dem Bergrücken.
Ein Traum, da gehen wir gleich lang. Was für ein Panorama. Auf die Berge der Steiermark, in die Richtung. Hier drüben seht ihr die Julischen Alpen mit dem Mittagskogel, mit dem Gerlitzen. Übrigens, schaut auf meinem Kanal vorbei, wir waren auf dem Gerlitzen, auf der Gerlitzer Alpe. Ein schöner Panoramaberg, sehr beliebt, einfach nur um hochzufahren und das Rundum-Panorama zu genießen. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, wenn euch das Video bisher gefällt, gebt mir einen dicken Daumen nach oben und abonniert natürlich meinen Kanal. Aber wir gehen jetzt weiter auf den Bergrad, hier diesen wunderschönen, traumhaften Aussichtsweg entlang. Nachdem wir die traumhaft schöne Aussicht auf dem Gipfel des Connaught bewundert haben, machen wir uns auf den Weg über den Bergrad zum höchsten Gipfel auf der Turacher Höhe, dem majestätischen Rinsenock. Auf diesem Weg zeigt sich die ganze Schönheit der Grenzregion zwischen Kärnten und der Steiermark. Dieser Abschnitt ist mit Abstand der schönste Teil der Wanderung und lässt uns immer wieder staunen. Die Ausblicke sind einfach spektakulär. Von der Connaughtbahn geht es über den Bergrücken auf einem traumhaften Panoramaweg hinüber zum Gipfel des Rinsenock. Der letzte Abschnitt ist etwas steiler und gutes Schuhwerk ist Pflicht. Denn es wird felsig. Am Gipfelkreuz des Rinsenock angekommen, erwartet uns eine wunderschöne Aussicht. Fast auf der Landesgrenze zwischen Steiermark und Kärnten. Die Aussichten sind einfach mehr als spektakulär. Die Natur bestaunend verweilen wir hier für einige Zeit. Für den Rückweg zur Bergstation wählen wir den gleichen Wanderweg, weil wir den traumhaft schönen Weg zwischen dem Gipfel des Rinsenock und dem Connaught noch ein letztes Mal bewundern wollen. Außerdem haben wir hier oben so viel Zeit verbracht, dass es etwas knapp wird, zurück zur Bergstation zu kommen, um noch den Nockiflitzer zu fahren. Denn das wollen wir auf keinen Fall verpassen. Die Ausblicke bestaunen, gehen wir so zurück zur Panoramabahn, um den Nockiflitzer nach unten zu nehmen. Hier ist die Abfahrt des Nockiflitzers und dann fahrt ihr runter bis zur Talstation der Panoramabergbahn hier auf der Turacher Höhe. Und da wollen wir gleich drauf und mitfahren. Also ihr habt selber gesehen, die Turacher Höhe, ein wunderschönes Wandergebiet, eine traumhafte Bergkulisse hier zwischen Steiermark und Kärnten. Meine Wanderempfehlung hier oben, geht über den Barbaraweg hoch zum Connaught und dann weiter zum Rinsenock. Eine traumhafte Kulisse zu beiden Seiten, ihr lauft auf dem Bergrad des Connaught entlang, wunderschön. Die Tour habe ich euch unten verlinkt, da findet ihr alle Angaben dazu zu meinem Blog. Geht mal da drauf, dann wisst ihr, wo ich lang gelaufen bin. Und ihr verpasst keinen wunderschönen Ausblick. Wow, Nockiflitzer Alpine Coaster, geil. Oh, schaut euch die Aussicht an. Geil. Lohnt mich brennen, Leute, einfach Coaster. Ein spezielles Tiererlebnis erwartet die Besucher am Affenberg bei der Burg Landskron.
In einem riesigen Freilandgehege auf 4 Hektar leben rund 170 Japan-Makaken fast wie in freier Wildbahn. An der Kasse bekommt ihr diese Chips und dann könnt ihr hier in die Führung rein. Alle 30 Minuten findet die Führung statt. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Wie immer, einfach mal unten reinschauen. Und wenn euch das Video bisher gefällt, natürlich abonnieren und einen dicken Daumen nach oben, liebe Freunde. Danke! Zuerst wird den Besuchern erklärt, wie sie sich verhalten sollten und was sie nicht tun sollen. Dazu gehört beispielsweise das Herausholen von Essen aus einem Rucksack oder einer Tasche. Aber auch das offene Herumtragen von Getränkeflaschen oder interessanten Gegenständen soll vermieden werden, da die Affen gerne einmal auch etwas aus der Hand, der Gesäßtasche oder dem Rucksack holen. Auch die unteren Ablagen von Kinderwegen sind natürlich nicht vor ihnen sicher. Also Smartphones und alles andere gut wegpacken. Ebenso ist das Verlassen des Wegs nicht erlaubt. Auch das sehr nahe Herangehen an die Japan-Makaken, um ein Selfie zu machen oder sogar zu versuchen, einzelne Affen zu streicheln, ist natürlich nicht sinnvoll und nicht erlaubt. Anschließend geht der Guide mit der Besuchergruppe auf das Gelände und schon beim Eingang erwarten einen die ersten neugierigen Vertreter der Affengruppe. Bei unserem Besuch saß bereits Augustin, ein älterer männlicher Japan-Makake, neben unserem Guide und versuchte etwas zu fressen zu bekommen. Die Führung geht dann über mehrere Stationen durch das Gelände und ist sehr interessant, lustig und unterhaltsam. Mit dem typisch österreichischen Charme geht die Tour über das Gelände. Wir haben nämlich daheim ein sehr ähnliches Klima, wie wir es haben. Die Affen sind super organisiert. Unser Stamm besteht aus 11 großen Familien. Da ist dann immer die Großmutter, könnt ihr euch denken, so Familienoberhaupt. Und die Iris, vielleicht treffen wir sie wo, ist die Großmutter von der wichtigsten, einflussreichsten Familie. Damit ist die Chefin von allen Affen, die ist unser Alpha-Weibchen. Also mit der muss man sich verstehen, wenn man da irgendwas erreichen will. Die Damen erben ihren Status von der Mutter. Also das ist wie im Mittelalter. Nach der Iris, wenn die ein gewisses Alter erreicht hat oder verstirbt, wird ihr Tochter, die Jessie, die nächste Chefin. Braucht auch nichts machen dafür. Geborene Prinzessin, die kommt aus der richtigen Familie. Es gibt wohl auch einen männlichen Anführer, ein Alpha-Männchen haben wir auch. Aber nicht der größte, stärkste Affe oder so. Dann wäre es vielleicht der geworden, du bist der rechte Riese. Aber da ist komplett egal, wie man ausschaut. Da muss man ein sozialer Bursche sein. Er muss sich mit den mächtigen alten Damen verstehen und ihren Familien, auf die Kinder aufpassen, Streit schlichten unter anderen Affen, lauter solche Sachen. Wenn man darin nur aggressiv ist, dauernd rumschreit, sich mit allen anlegt, dann wird man nie der Chef werden, dann geht man allen auf die Nerven, dann kannst du bald allein im Wald sitzen, keiner mag dich mehr. Also ihr seht, es ist ein sehr durchdachtes System, dadurch auch stabil. Bei einer Führung begegnet man so den teilweise zutraulichen Makakenaffen. Wenn also eine Mutter mit ihrem Nachwuchs im barrierefreien Gelände den Weg kreuzt, dann sollte man einfach kurz stehen bleiben und das Tierschauspiel genießen. Während der Führung tollen zahlreiche Affen um die Gruppe herum und tun das, was sie eben immer tun. Spielen, fressen und Menschen beobachten. In ihrem natürlichen Habitat. Während Augustin, ein stolzer, aber gefräßiger Japan-Makake, dem Guide von Zeit zu Zeit auf den Oberschenkel klopft, um etwas zu fressen zu bekommen. Währenddessen bekommen Besucher viele interessante und unterhaltsame Informationen über das natürliche Sozialverhalten der Tiere. Ich will auch nicht drüber da springen. Aber wahrscheinlich müssen wir ein bisschen auf Abstand bleiben. Wenn wer Ranghöherer daherkäme, müsste er sich auch wieder wegsetzen. Jeder weiß, wann gescheiter ist, wieder geht. Sie teilen halt eben nichts, die klauen auch untereinander, nicht nur von den Besuchern. Aber die haben jahrtausende lang in Japan wenig zum Essen gefunden im Winter, da wird man geizig. Das haben sie sich beibehalten, obwohl sie bei uns im Überfluss leben. Während der ca. 45 Minuten langen Führung lernt der Besucher viel über das Leben, die Bedürfnisse und Verhalten der Affen. Übrigens gibt es den Affenberg in Villach seit 1996. Gestartet ist das Projekt der Universität Wien mit 39 Japan-Makaken. Heute leben hier rund 170 davon. Der Affenberg ist kein Zoo, sondern eine Forschungsstation. Die Tiere sind nicht dressiert und können natürlich auch nicht gestreichelt werden.
Eine Domestizierung wird hier möglichst vermieden. Trotzdem sind die Affen natürlich an Menschen gewöhnt und haben keine Angst vor ihnen. Und wenn doch, dann können sie sich auf dem riesigen Gelände weit weg vom Weg aufhalten. Sehr interessant ist das Beobachten beim Intelligenzspiel auf dem Weg, bei dem die Affen versuchen, ein Stück Obst aus der Konstruktion zu bekommen. An der Station findet ein intelligentes Spiel statt, bei dem ein Japan-Makake versucht hat, Futter aus einer großen Holzkonstruktion zu holen. Dafür sind intelligente Strategien gefragt, die offensichtlich für einige Vertreter dieser Art überhaupt kein Problem darstellen. Wie beim Menschen ist es auch hier. Es gibt intelligentere und weniger intelligente Vertreter ihrer Art. Die Damen, die müssen auch evolutionär bedingt den Familienzusammenhalt pflegen. Da gehört Futtersuchen dazu. Die ist viel hartnäckiger. Innerhalb von weniger Sekunden hatte ein weiblicher Japan-Makake das Futter aus der Holzkonstruktion herausgeholt und ist damit schnell in das Freigelände gerannt. Schließlich gibt es hier genug Fresskonkurrenten, die in der Rangordnung höher sind. Oder andere Sorgen haben, zack, zack. So, wenn die higher ranks leave, it's quickly done. Der Höhepunkt ist wahrscheinlich das Wasserbecken, wo versucht wird, diese sehr intelligenten Affen zum Schwimmen zu bringen. Sind die meisten Arten von Affen eher bekannt als wasserscheu. Es gibt auch ein paar Primaten, die gar nicht schwimmen können. Da können wir selber dazu, wir Menschen. Wir müssen es erst von Grosch mal lernen. Die Schneeaffen sind Superschwimmer. Die könnten auch 2 Meter tief tauchen. Ich kann euch auch da nichts garantieren, aber ich werde mal was reinschmeißen, vielleicht fischt es wieder raus. Ja, die Melanie geht eigentlich ganz gerne einmal schwimmen. Meine Affen wissen aber auch, wenn man am Ufer sitzt, kommt das Zeug von allein vorbei. Da lassen sich auf die Strömung. Schauen wir mal. Allerdings sind diese natürlich so intelligent, dass sie einfach darauf warten, dass das hineingeworfene Fressen an den Rand schwimmt. Dann lässt es sich viel einfacher herausfischen. Ob die Affen tatsächlich schwimmen gehen, das bleibt ein Geheimnis auf dem Affenberg. Die sind dann schon eher die Jungtiere, die gehen ganz gerne mal rein. Erwachsene entspannen sich so, aber ich kann das Angebot noch erhöhen. Und auch ihre Babys könnten von der Geburt weg schon reflexartig die Luft anhalten. Wenn das Muttertier ins Wasser klettert, der kleine Affe haltet sich unten fest auf der Mami, kann er gleich mittauchen. Wenn es länger dauert, irgendwann geht die Luft halt aus, dann klettern sie der Mutter auf den Kopf, dann sitzen sie oben wieder kaputt. Das ist immer die Sache, gell? Wenn Kertes jetzt, die Melanie klaut sie vor der Nase weg, da kriegt sie wieder Probleme. Und vom Gehege habt ihr jetzt nur einen kleinen Ausschnitt einsichtig. Das geht noch doppelt so weit da hinten in den Urwald rein. Im Ganzen haben wir 4 Hektar Fläche. Und das meiste schaut halt so aus, ist ein ziemlicher Dschungel, wo die sich auch einmal verziehen können. Also wenn die Affen auf uns keine Lust haben, bleiben sie halt im Wald drin. Da würden auch noch viele weitere reinpassen. Wir können nur einen Haufen Kinder kriegen. Wir haben auch noch nie wen hergeben. Die dürfen da alle bei ihren Familien und ihren Kultus bleiben. Und die brauchen ihre Leutchen. Das sind so soziale Tiere. Die würden auch leiden, wenn man da wen aus der Familie rausreißt. Familienverband können sie das vermeiden. Die kennen ihre nahen Verwandten gut. Mit denen sitzt man sein Leben lang beieinander. Und es sind auch im Herbst die Weibchen, die den Partner wählen. Da hätte auch der hochrangige Thomas keine Vorrechte, wenn er uninteressant ist, Pech hat. Die Damen wählen das sehr bewusst aus und sorgen auch für eine Varianz. Wechseln mehrfach den Partner in einer Paarungssaison. Das ist eine Strategie. Ich kann kein Männchen wissen, ob er Vater wird. Thomas denkt sich, alles meine Kinder da. Das wird stimmen, aber er kann es nicht besser wissen. Also fühlt er sich für jeden kleinen Affen verantwortlich und passt auf alle auf. Wenn ein kleiner nicht schreit, kommen in 10 Väter verteidigt. Die Mami weiß aber genau, wer es war. So brauchen wir halt nicht immer frische Affen dazustecken. Wird noch eine Weile gut. So, und jetzt ist dann die Tasche leer. Jetzt merken, da rennt man dann keiner mehr nach. Ich stehe schon alleine rum. Das Ausflugsziel Abenteuer Affenberg bei der Burg Landskron ist meiner Meinung nach ein Must-See bei einem Aufenthalt in Kärnten und gehört definitiv zu den Top-Ausflugszielen hier. So nahe wird man in einem barrierefreien Freilandgelände den intelligenten Tieren wohl nirgends kommen.
Auf dem Weg haben wir kleine Gruppen gesehen, Mütter mit ihrem Nachwuchs, streitende Affen und es gab auch den lustigen Augustin, der ständig bei unserem Guide um Futter gebettelt hat. Augustin war sozusagen der Running Gag der Führung. Zweimal auf den Oberschenkel klopfen bedeutet anscheinend, ich will etwas zu fressen. Dreimal klopfen bedeutet, jetzt wird es aber wirklich Zeit. Alles in allem hat Augustin den Menschen sehr gut erzogen und es gibt regelmäßig etwas zu futtern. Alles in allem ist der Affenberg Landskron ein wunderschöner Ausflug, bei dem einiges über das Sozialverhalten der Tiere gelernt werden kann. Informativ, unterhaltsam und lustig war die Führung durch den Affenberg. Vielen Dank dafür an unseren großartigen Guide und das Team auf dem Affenberg. Wir kommen auf jeden Fall einmal wieder. Die Karibik der Alpen wird der Weißen See häufig genannt. Wer einmal dort war, der weiß warum. Der weiße helle Rand in Verbindung mit dem wunderschönen türkisfarbenen Wasser macht den Weißen See zu einem der Naturjuwele in Kärnten. Dazu kommen die grünen Hänge, die den See umrahmen. Übrigens kommt der Name des Sees von eben diesem hellen Rand, der gerade von oben sehr gut zu sehen ist. Hier schimmert der Kalkuntergrund in Ufernähe bis an die Oberfläche durch. Das günstige Klima in dieser Region sorgt für eine unvergleichliche Flora am Weißen See. Im Vergleich zu anderen Seen in Kärnten hat der 11,6 Kilometer lange See noch ein anderes Merkmal, das ihn ebenso herausstechen lässt. Denn das Seeufer ist gerade im Ostteil naturbelassen. Die Einheimischen wehrten sich einst erfolgreich gegen eine vollkommene Verbauung des Seeufers, wie es zum Beispiel beim Wörthersee der Fall ist. Auf 930 Meter Seehöhe liegt der Weißensee in den Gailtaler Alpen zwischen dem Gailtal und dem Drautal. Die Fläche des Sees umspannt 6,5 Quadratkilometer. Damit ist er der viertgrößte See in Kärnten. Eine Besonderheit im Naturpark Weißensee ist, dass es keine Straßenverbindung zwischen dem Ost- und Westufer gibt. Mit dem Schiff zu Fuß oder dem Rad kann man zwischen den verschiedenen Seeufern wechseln. Am Weißensee gibt es viel zu sehen und zu entdecken. So kann der traumhafte Uferwanderweg erkundet oder durch das wunderschöne Techendorf flaniert werden. Oder wie wäre es mit einer Schifffahrt auf dem See? Der Naturpark Weißensee zeichnet sich durch seine Naturbelassenheit aus. Hier achtet man auf die Erhaltung des wunderschönen Ortes. So gibt es nur zwei Unternehmen, die eine Schifffahrt auf dem Weißensee anbieten. Übrigens besteht hier seit 1957 ein generelles Motorboot-Fahrverbot. Ausgenommen davon ist die gewerbliche Schifffahrt mit Genehmigung. Ein guter Ausgangspunkt ist Techendorf, da sich in diesem Ort die faszinierende Brücke über den See befindet. Auf der Brücke ist die Aussicht einfach spektakulär. Es kann auch auf den Steg gegangen werden, um dieses faszinierende Ambiente auf sich wirken zu lassen. Mit dem Schiff sind wir dann von Techendorf gestartet und haben eine Schifffahrt nach Neusach, Nagel bis zur Steinwand und dem Dolomitenblick gemacht. Bei einem Besuch der Region darf eine Wanderung nicht fehlen. Mit der Weißensee-Bergbahn bei Techendorf, einer modernen Vierersesselbahn, geht es hoch zur Bergstation. Auf 1324 Metern Seehöhe beginnt der Weg gut ausgeschildert zur Nagler Alm. Diese wunderschöne Berghütte bietet eine traumhafte Bergkulisse inmitten der Natur. Allerdings sind es nur 10 bis 15 Minuten zur Almhütte von der Bergstation aus. Die eigentliche Panoramawanderung beginnt erst hier.
Denn von der Nagleralm geht es weiter Richtung Kohlrösselhütte. Der Naturweg bietet offene Almen, traumhafte Aussichten und einen abenteuerlichen Weg durch die Bergwälder. Die majestätischen Berge in den Karnischen Alpen bieten eine fantastische Kulisse für den Wanderer. Das absolute Highlight auf dem Weg ist allerdings schon weit vorher zu finden. Wer von der Nagleralm Richtung Kohlrösselhütte geht, der kommt ungefähr nach 10 Minuten zur schönsten Aussicht auf den Weißen See. Am EU-Monument Wegweiser für morgen ist einer der schönsten Aussichtspunkte in Kärnten zu finden. Der Ausblick auf den türkisfarben schimmernden See mit seinem hellen, fast weißen Rand lässt viele Wanderer nicht mehr so schnell los. Auch uns nicht. Eingerahmt wie in einem wunderschönen Gemälde liegt der ganze Weißensee vor dem Betrachter. Die grünen Hänge und die Bergkulisse rund um den 11,6 Kilometer langen See tun ihr Übriges dazu. Diese Aussicht ist für uns ein guter Grund, sich auf den Weg zu machen. Wer möchte, der kann hier wieder zurück zur Nagleralm gehen und entspannt in der Sonne eine typisch kärntnerische Spezialität essen. Wir haben eine wunderschöne Zeit am Weißen See verbracht. Nicht umsonst zählt er zu den schönsten Seen in Kärnten. Der Weißensee ist ohne Übertreibung ein Muss für jeden Urlauber hier. Das türkisfarbene Wasser mit dem weißen Rand zieht Besucher magisch in seinen Bann. Eingerahmt von einer traumhaften Bergwelt lassen sich hier einige Stunden in einem schönen Ambiente verbringen. Alles in allem ein wunderschöner Tag in der Karibik der Alpen. Wir kommen auf jeden Fall einmal wieder. Die Nockalmstraße in Kärnten ist ein faszinierendes Naturerlebnis in den Nockbergen. Spektakuläre Landschaften, traumhaft schöne Bergseen und lichte Wälder mit fantastischen Aussichten sind hier zu finden. Die Bergkulisse bietet Bikern und Autofahrern auf der 34 Kilometer langen Nockalmstraße fantastische Ausblicke und ein unvergleichliches Alpenpanorama. Eine sanfte Steigung und 52 Kehren machen die Fahrt auf dieser Panoramastraße zu einer wunderschönen Entdeckungstour in den Rocky Mountains. Den Spitznamen trägt dieses Naturjuwel absolut zurecht. Als Besucher fühlt man sich tatsächlich etwas wie in den Rocky Mountains. Spätestens am Windebensee staunt jeder Besucher hier über die Schönheit der Natur. Wir haben jetzt an der Station 16 am Windebensee angehalten, laufen um diesen wunderschönen Bergsee hier. Und schaut euch mal das Panorama schon vom Parkplatz aus an. Bei der Einfahrt in die Nockalmstraße bekommt ihr diesen Plan und dann könnt ihr euch die einzelnen Stationen anschauen. Und hier ist eben der Windebenensee, da kann man rumlaufen, ist direkt an der Straße hier und das werden wir jetzt machen. Und eine Karte ist natürlich auch dabei, damit ihr einen Überblick habt. Und wie gesagt, wir sind hier bei der Turacher Höhe runtergefahren und sind dann eben in die Nockalmstraße reingefahren, hier an der Kasse. Ihr könnt aber natürlich auch hier oben bei Innerkrems reinfahren, bei der Kasse. Und dann diese wunderbare Panoramastraße hier in Kärnten in Österreich fahren. Was für ein schöner Bergsee hier. Der Windebensee liegt auf 1950 Metern Höhe und ist ein echtes Naturschauspiel. Eingerahmt von lichten Zirbenwäldern und einer spektakulären Felskulisse hier in den Nockbergen.
Ein kurzer Rundgang um den See ist ein echter Genuss und sollte auf keinen Fall verpasst werden. Am See gibt es sogar einen kleinen Rastplatz mit Bänken und einem Tisch direkt am See, der zum Verweilen und Staunen einlädt. Ein traumhaft schöner Bergsee mit ca. 15 Minuten langem Rundweg um dieses Kleinod in der Natur. Dieser Rundwanderweg um den See ist wirklich wunderschön gemacht. Ihr seht, wir laufen jetzt ganz rum, weil es einfach ein Traum ist, hier rumzulaufen. Mit einer kleinen Holzbrücke. Und hier war wahrscheinlich einmal ein Felssturz, nehme ich an. Das sieht hier aus, als ob man im Hochgebirge wäre. Also hier am Windebensee auf der Nockalmstraße müsst ihr unbedingt anhalten. Schaut euch mal das hier an. Das ist wirklich wie in den Rocky Mountains hier, in den Nocky Mountains. Wow! Ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Wir sind jetzt schon auf 2000 Meter Seehöhe, wie ihr seht. Die Schiestl-Scharte, 2024 Meter Höhe. Ein absoluter Wahnsinn. Diese Straße, die Nockalmstraße, absolut zu empfehlen. Ein Traum, hier lang zu fahren. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier auf 2024 Meter das Alpengasthaus Glockenhütte. Glockenhütte ist natürlich auch sehr beliebt bei Bikern. Wenn ihr Biker seid, die Nockalmstraße ist ein absoluter Traum zu fahren. Und ihr seht, ihr seid hier natürlich immer willkommen. Take me back, take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Die Nockalmstraße führt ja durch die Nockberge. Das ist auch ein Biosphärenreservat. Ihr seht warum. Es ist einfach ein Naturschauspiel hier, ein Naturjuwel in Kärnten. Und wenn ihr in Kärnten seid, im wunderschönen Österreich, die Nockalmstraße ist wirklich ein absolutes Muss. Aber wir sind noch nicht am höchsten Punkt angekommen. Da fahren wir jetzt hin. Hier seht ihr die Grundalm. Aber da fahren wir jetzt vorbei. Hier gibt es eine Ausstellung gerade, Bäume als Überlebenskünstler. Eintritt frei, wenn es euch interessiert, geht mal rein. Und ab und zu kommt euch eine Kuh entgegen auf der Nockalmstraße. Kann immer passieren, also vorsichtig sein, immer schauen. Jetzt sind wir beim Karlbad, Gasthaus Heilbad. Hier gibt es ein über 300 Jahre altes Bad, speziell hier in Kärnten. Also wenn ihr Lust drauf habt, informiert euch, schaut unten in meinem Blog in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich euch meinen Blog verlinkt und dann findet ihr alle Informationen darüber. Also falls ihr hier aufs Klo gehen müsst, hier ist ein WC und dann habt ihr halt eine Kuh da vor dem WC. Wenn ihr rauskommt, ist der Weg versperrt unter Umständen. Let me wind down my days in the sweet dusty haze. Take me back down the old dirt road. Oh, take me back down the old dirt road. Oh, schaut euch mal die Aussicht hier an auf der Nockalmstraße. Wir sind jetzt gleich an der höchsten Stelle. Dauert noch einen kleinen Moment. Aber das ist doch ein Wahnsinn, das Panorama hier. Jetzt kommen wir an die Eisentalhöhe, höchster Punkt, Seehöhe 2042 Meter, da halten wir natürlich an. Hier gibt es auch wohl einen Aussichtspunkt, aber den braucht man eigentlich gar nicht auf der Nockalmstraße, weil man hat hier überall schöne Aussichten. Wir stehen jetzt auf dem höchsten Punkt der Nockalmstraße, auf der Eisentalhöhe, 2042 Meter. Wunderschöne Bergpanoramen hier in Kärnten. Einfach ein Traum, hier hochzufahren. Hier seht ihr einige der Bikerclubs, die hier Aufkleber angebracht haben. Ist natürlich auch bei Bikern unheimlich beliebt.
Auf 2042 Metern Seehöhe sind Autofahrer und Biker am höchsten Punkt der Nockalmstraße angekommen. Läuft man ein Stück von der Straße weg hinter die Berghütte, dann öffnet sich einem wahrscheinlich der schönste Ausblick auf der Panoramastraße. Die Bergwelt zeigt hier ihre ganze Schönheit. Die Nockalmstraße ist insgesamt 34 Kilometer lang. Hier ist die Zechneralm. Hier gibt es ein Almwirtschaftsmuseum, falls euch das interessiert. Einmal hier anhalten. Die Pfandelhütte. Auch eine wunderschöne Berghütte hier. Ihr könnt natürlich überall einkehren, wo ihr immer wollt. Es gibt Ausstellungen bei verschiedenen Hütten. Natürlich auch Aussichtspunkte. Absolut ein Besuch wert. Kommen wir zum Biosphärenparkzentrum Nockalmhof. Da halten wir noch mal kurz an. Jetzt sind wir an Station Nummer 4, dem Biosphärenparkzentrum Nockalmhof. Hier gibt es zu den Öffnungszeiten einen 3D-Film. Wir sind jetzt zu spät dran, es ist 5:45, da ist das Ganze geschlossen. Es gibt eine einzigartige Fossilienausstellung, versteinerte Welten. Auf jeden Fall mal reingehen, wenn es offen ist und wenn ihr tagsüber hier ankommt, anhalten, zur Fledermausausstellung gehen, vielleicht auf der Sonnenterrasse ein bisschen abhängen. Bereits der Name verspricht südliche Sehnsucht und Urlaubsträume. Der Millstätter See bietet mediterranes Klima, traumhaft schöne Natur und kristallklares Seewasser. Der Millstätter See ist ein Naturjuwel im wunderschönen österreichischen Bundesland Kärnten. Die umliegende Bergwelt mit den Nockbergen liefert eine fantastische Kulisse, die den 12 Kilometer langen See umrahmt. Wenn das Licht der Sonne über die Berge bis hinunter zum See scheint, fühlt man sich in einen wunderbaren Traum versetzt. Die Nebelschwaden geben den Sonnenstrahlen den Weg frei und der Millstätter See erscheint in einem Glanz von Gold. Im Sommer wird das reine Seewasser bis zu 27 Grad warm. Und das Schwimmen im kristallklaren Wasser des Millstätter See wird zur puren Erfrischung. Bei einem Besuch der Region darf eine Wanderung in die Berge der Nocky Mountains nicht fehlen. Ob auf den höchsten Berg der Nockberge, den Rosennock oder lieber auf den Mirnock oder Goldeck, bleibt jedem selber überlassen. Der wunderschöne Slow Trail führt erst ein kurzes Stück auf dem Süduferweg durch eine beeindruckende Wohngegend in Seeboden. Mit direktem Blick auf den See haben wir die traumhaft schönen Ausblicke auf den idyllischen Ort Seeboden bewundert, bevor es nach wenigen hundert Metern auf den eigentlichen Slow Trail geht. Schaut mal, hier ist sogar Sand am Millstätter See. Ist ja der Wahnsinn. Hier die erste Einbuchtung gleich 100 Meter nach dem Schild. Ein besonders schönes Erlebnis ist eine Wanderung entlang am Seeufer mit fantastischen Ausblicken und abwechslungsreichen Naturpfaden. Der Slow Trail am Südufer ist mein Lieblingsweg am Seeufer des Millstätter See entlang. Der Naturweg ist am bis heute naturbelassenen und unverbautem Südufer. Direkt am Wasser führt der Weg an vielen Buchten und zahlreichen Naturerlebnissen vorbei. Das Motto der Slow Trails ist die Entschleunigung und Achtsamkeit in der Natur. Davon gibt es inzwischen mehrere in Kärnten. Einige davon sind, um den wunderschönen Millstätter See zu finden. Ganz neu ist der Slow Trail am Südufer, der direkt am See von Bucht zu Bucht führt. Ein wunderschöner 4,4 Kilometer langer Weg mit mehreren Stationen und fantastischen Ausblicken über den See und die dahinterliegenden Orte am Nordufer.
Die bekannten Orte Seeboden, Millstatt und Böbriach an der Nordseite des Sees bieten eine wunderschöne Kulisse hinter dem unglaublich blauen, kristallklaren Wasser des Millstätter See. Das Plätschern der Wellen begleitet uns in einem Spiel aus Licht und Schatten. Denn das Südufer des Millstätter Sees ist mit schattenspendenden Bäumen bewachsen. Faszinierend ragen viele davon in den See und so wird der Weg auch Wurzelweg genannt. Denn die Wurzeln begleiten einen fast auf der ganzen Strecke am Seeufer entlang. Also dieser Slow Trail am Südufer vom Millstätter See ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr habt immer wieder diese schönen Blicke auf den See und hier auch wieder Sand, wo man reingehen kann. Auf diesem Trail hier in Kärnten am Millstätter See habt ihr immer wieder diese Schilder mit Informationen und ihr habt immer diese Übersichtskarte, wo ihr gerade seid. Und wir sind jetzt gerade hier an diesem roten Punkt. Hier ging es los, hier geht die Treppe runter. Hier haben wir geparkt am Parkplatz Südufer. Alle Informationen wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reinschauen und draufklicken, dann bekommt ihr auf meinem Blog alle Infos mit Touren, Übersichten und wo ihr hin müsst mit Parkplatz, GPS-Daten und so weiter. Ungefähr auf der halben Strecke findet sich eine kleine, im Wald verborgene Schiffsanlegestelle. Hier legt die Seenixe an, das einzige elektrobetriebene Linienschiff am Millstätter See. Gebucht werden kann die Seenixe telefonisch beim Tourismusverband Seeboden. Mit dem Schiff lässt sich dann der See auf einer Rundfahrt erkunden. Während der Fahrt gibt es viel Wissenswertes über den See und die Region vom Schiffführer. Der Millstätter See ist nach dem Wörthersee der zweitgrößte See in Kärnten. Ganze 12 Kilometer lang und 1,8 Kilometer breit. Mit bis zu 141 Metern Tiefe ist er der tiefste und wasserreichste See in Kärnten. Zwischen Bergen eingebettet locken stille Buchten Romantiker und Genießer an. Rund um den See bieten die idyllischen Urlaubsorte Seeboden, Millstatt und Döbriach den Besuchern viel Abwechslung, schöne Ausflugsziele und Kultur. Wer möchte, kann auch den rund 28 Kilometer langen Radweg rund um den Millstätter See nutzen. Zahlreiche Fahrradverleihstationen stehen dafür zur Verfügung. Wir sind jetzt am Ende des Slow Trails am Südufer angekommen. 2,5 Kilometer, ich habe meine Komoot-App mitlaufen lassen. Dann seid ihr an diesem wunderschönen Punkt. Wieder eine Liege zum Entspannen. Der Weg selber einfach ein Traum zu laufen. Hier in Kärnten im wunderschönen Österreich. Auf der anderen Seeseite liegt natürlich Millstatt am See. Die wunderschöne Bergkulisse hier. Ein wunderschöner Tag am Millstätter See neigt sich für uns dem Ende zu. Wir nehmen viele schöne Erinnerungen mit nach Hause. Eine wunderschöne Region in Kärnten, dem südlichsten Bundesland in Österreich. Wir kommen auf jeden Fall wieder, das ist sicher. Die Görlitzer Alpe ist ganzjährig ein beliebtes Naherholungs-, Urlaubs- und Wanderziel am Ossiacher See im Zentrum von Kärnten. Eine unvergleichliche Kombination aus See und Bergen begeistert mit einem grandiosen Ausblick. Auf der Görlitzer Alpe erwarten Urlauber mehrere Wanderwege mit verschiedenen Längen und Schwierigkeitsgraden. Während der Wanderungen laden auf der Görlitzer Alpe ein Alm- und Bergmuseum und eine Sternwarte dazu ein, ausgiebig besichtigt zu werden. Für jedes Interesse hat die Görlitzer Alpe in Kärnten im Sommer garantiert etwas Passendes zu bieten. Thank you.
Den besonders mutigen Ausflüglern werden hier Tandemsprünge angeboten. Ein traumhafter Blick von oben wird aus der Vogelperspektive auf den beschaulichen Ossiacher See so ermöglicht. Doch die meisten Besucher kommen auf die Görlitzenalpe, um den grandiosen Ausblick zu bewundern. Einfach traumhaft schön. Ebenfalls ein wunderschöner Platz am Ossiacher See ist die kleine Promenade in der Gemeinde Ossiach. Ich bin hier an der Promenade in Ossiach und wir schauen uns das Ganze mal an. Und ich nehme euch natürlich wieder mit. Bleibt also dran. Auf der Südseite des drittgrößten Sees in Kärnten liegt der beschauliche und charmante Urlaubsort. In einer traumhaften Kulisse zwischen Bergen und Seen eingebettet, kann hier das Ambiente am See genossen werden. Vorbei am beeindruckenden Hafenbrunnen steht man sehr schnell vor dem historischen Stift Ossiach mit seiner barocken Stiftskirche. Der Hafenbrunnen in Ossiach ist für sich schon ein guter Grund, einen Ausflug hierher zu machen. Ossiach ist für seine Konzerte berühmt, deshalb steht direkt neben der Musikakademie ein kunstvoller Brunnen aus Marmor. Von diesem leicht erhöhten Platz hat der Besucher auch eine wunderbare Aussicht auf den See. Wir sind jetzt hier am Abend am Ossiacher See. Wir waren noch auf dem Berg oben, deswegen etwas später. Die Sonne geht gerade hinterm Berg weg, aber es ist ein wunderschönes Ambiente hier an der Promenade in Ossiach. Hier an der Schiffsstation Ossiach ist ein kleiner Abschnitt, wo ihr auch Hunde reinlassen könnt. Das machen wir jetzt mit Miley. Hier ist die perfekte Bank, um den Ossiacher See zu bewundern. Denn hier, schaut mal diesen Blick an. Wunderschön. Hier zentral in Ossiach ist auch die Schiffsstation Ossiach natürlich, die Nummer 8. Hier könnt ihr mit dem Boot auf dem Ossiacher See fahren. Ein wunderschöner See hier in Kärnten in Österreich. Das hier sind die Stationen um den See. Ihr könnt natürlich auch einfach draufbleiben und eine Rundfahrt machen. Ansonsten steigt ihr aus und geht ein Stück wandern oder schaut euch was an und steigt dann später wieder ein. Mit guter Sicht auf den Ossiacher See ist hier auch das Stiftsrestaurant mit großem Außenbereich angesiedelt. Mein Tipp, am Abend hier einen wunderschönen Spaziergang über die Promenade machen, danach einkehren und den wunderschönen Tag ausklingen lassen. Wenn ihr nach Ossiach kommt, dann lauft mal rein in die Musikakademie hier. Ein schönes Gelände und Gebäude. Davor gibt es auch ein Restaurant, um was zu essen. Ansonsten einfach mal hier reingehen und diese Akademie bestaunen. Denn der Innenhof ist hier teilweise wirklich wunderschön. Wie ihr sehen könnt, mit einer Sonnenuhr an der Wand. Und jetzt kommt der beste Blick, liebe Freunde. Denn wenn ihr hier reinlauft und vor allem, wenn ihr wieder rauslauft, dann habt ihr direkt einen Blick auf den Ossiacher See. Sieht das nicht gut aus? Das alleine ist es schon wert, hier durchzulaufen. Und hier geht es dann gleich ins Restaurant, wenn ihr was essen möchtet. Kärnten ist eine der schönsten Urlaubsregionen in Europa. Das Bundesland in Österreich bietet unglaubliche Sehenswürdigkeiten, eine wunderschöne ursprüngliche Natur, spektakuläre Alpen und Panoramastraßen und atemberaubende Seen. Die Menschen sind herzlich und offen, einfach ein wunderschöner Ort, an dem meine Frau und ich uns sehr wohlgefühlt haben. Und vielleicht kommen wir irgendwann einmal wieder. Die vielen schönen Erinnerungen werden uns für immer bleiben. Kärnten ist die perfekte Wahl für einen Urlaub, den du nie vergessen wirst. Es gibt so viele verschiedene Aktivitäten und Orte hier zu besuchen, dass es schwer ist, nur 10 auszuwählen. Aber das waren sie, meine Top 10 Sehenswürdigkeiten in Kärnten, die du bei deinem nächsten Besuch im wunderschönen Österreich unbedingt sehen solltest.